Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlcontainer zurückgekriegt. Den haben wir vermietet mit dem Hänger und der Kunde hat den selber zurückgebracht. Und jetzt schaut euch das mal an. Die Spanngurten hier, ihr seht, die sind oben eingehängt. Und die sind hier unten am Container eingehängt. Wenn ich die aufmache, fällt dieser Container nicht auseinander. Aber an sich müssten die hier unten so befestigt werden, dass der Anhänger mit dem Container zusammengezogen werden sollte. Jetzt ist es so, wenn ich dann so einen Hänger zurückkriege, ich weiß nicht, wie es hier drin aussieht. Das geht jetzt unter Wundertüte. Hier ist die Kurbel. Diese Kurbel hat hier eine Halterung und da war sie wahrscheinlich auch. Haben wir die wieder versorgt? Dann schaue ich mir den Stecker an. Ja, gibt auch wieder Arbeit. So sieht der Container von innen her aus. Ich weiß nicht, geschmacklich riecht er noch ein bisschen. Rauswischen muss dann auch noch. Hier ist noch die Treppe dazu. Der Anhänger steht jetzt hier ziemlich schief. Ja, das ist der Container zurückgekommen. Tiefkühlcontainer. Aber eben angefangen hat es eigentlich mit der Ladungssicherung. Wie bindet man so einen Container an? Sicher nicht den Container zusammen mit. Wir haben mehrere solche Container zum Vermieten. Ich mache euch hier ein anderes Video von den Containern und ich wünsche euch einen schönen Tag.